faulen will, ne? So. Ich wollte aber die Hauptquest weiter starten, ne? Bist wieder da, Schatzi? Und was meintest du mit auch ich? Ich hab's nicht so mitgekriegt gerade. Entschuldigung. Was sind die Aufgaben? Nicht so blablabla. Ach so, ja, gerne. Du bist herzlich dazu eingeladen. So, da will ich hin. Du und alle anderen auch. Also das Spiel macht echt Spaß, ne? Dann dieses kleine Rätseln herausfinden und suchen und so. Ich finde einfach grafisch auch diese Wandteppiche. Ich finde das total toll. Ich bin echt gespannt, wie das weitergeht. Und ich will echt meine Tiere haben, meine Tierwesen. Ja, das sieht verdammt gut aus, finde ich. Sag ja. Neben Skyrim sage ich ja mit eines der schönsten Spiele, die ich je gespielt habe. Ich glaube, ich bin noch nicht so weit. Hä? Verlieren kann er Stufen oder Werkzeug? Was muss ich denn machen? Ach, ich muss den Feuermachtzauber lernen, um diese Geschichte fortzufahren. Vielleicht mache ich das später mal. Okay. Und den erlerne ich. Wo? Warte mal. Was haben wir hier? Hä? Hier ist Glockenturms. Astronomieflügel. Ich muss den Feuermachtzauber lernen, um diese Geschichte fortzufahren. Das ist Illusionen. Wie lerne ich den denn? Feuermachtzauber lernen, um diese Geschichte fortzufahren. Ich glaube, irgendwie einen Hinweis. Wo ich mit diesem Auftrag weitermachen kann. Professor Hackerts Aufgabe. Ist das dann, Aufträge, da. Aufträge. Ach! Ich bin voll die falsche Richtung gerannt die ganze Zeit. Weiß ich Bescheid. So. Dann einmal den nächsten Zauber lernen. Dann machst du gerade Pause? Oder wie ist das? Oder hast du schon Feierabend? Aha, okay. Und danach kommst du nach Hause und machst Feierabend? Oder wie sieht das aus bei dir dann? Danach. Ah, sehr schön, sehr schön. Warte, ist das gerade echtes Haar gewesen? Hat der Haare aus dem Mund? Das ist Frankenstein, kann das sein? Bah, also nach dem Motto, der frisst Menschen. Okay, das ist ziemlich widerlich. Mm-hmm.
dieser Drache, ne? Sieht so geil aus. Wie lang ist der Schwanz hier von dem? Das hat was. Frankenstein hat keine Menschen gefressen. Was hat, warum hat denn der dann Haare im Mund dazu? Sorry, aber das sah aus gerade wie Menschenhaar. Als hätte der irgendwas, ja. Keine Ahnung. Klär mich auf. Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Gut. Professor Feig deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit erledigen müssen. Aus diesem Grund werden Sie Incendio lernen, den Feuerzauber. Praktisch zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Klingt vielseitig. Ja, aber bevor wir beginnen, habe ich noch einige Aufgaben für Sie. Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Wenn Sie fertig sind, suchen Sie mich auf. Dann beginnen wir mit der Incendio-Lektion. Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind. Okay. Du sagst, das war nicht Frankenstein, aber wer war das dann? Der Frankenstein ähnlich aussieht. So, zwei Runden gekreuzte Stäbe gewinnen, eine Runde Training in Zauberkombination mit Luca Rattleby durchführen. Gekreuzte Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Nicht so wirklich, ne? Interessant. Ja, ist okay, nee, ist kein Thema. Das kann gut sein. Vielleicht ist das hier auch eine andere Interpretation. Ich meine, gut, hier werden ja auch Bilder dargestellt, wo Hexen verbrannt werden, ne? Also, vielleicht hat man das auch nur so dargestellt, weil man geglaubt hat, Frankenstein frisst Menschen. Das ist wahr. Ich meine, viele Leute hatten damals halt Angst vor Frankenstein gehabt, ne? Oh, wer weiß. Das Pentagramm, super. Oh ne, sind keine Pentagramme. Wie nennen sich die? Warte mal. Ich dachte gerade schon, der verfolgt mich gerade vom Blick her. Hi, okay. Jetzt. Hui! Oh, nicht schon wieder! Ihr Praxiermaul hat mir der Spaten erlaubt, den eben jener ja, stimmt, vor Frankensteins Monster. Solange ich bei einem Bad pro Woche bleibe, rücke man mir fürs Tauchen in den jungen Toiletten nicht zu Leibe. Bitte, Peeves, ich bin spät dran. Nicht aufhalten, das wollte Rancorous Corp. In eine Falle mich locken, in einen gläsernen Sarg. Peeves. Seine Eindämmungszauber, sie versagten jedoch. Zur Vergeltung die Schule, ich zwang unter mein Joch. So stand man sie mir zu, ansehnliche Rechte, da ich sonst Unheil mit der Kanone über sie brächte. Von ihr, nicht von ihm, kam diese Zusage. Ist das nervig? Ein Bad pro Woche, wenn ich mich betrage. Hui! Das zahle ich dir heim. Aurea! Ja gut, auch. Dann meine ich ja Frankensteins Monster, entschuldige. Revelio. Ist was? Das denke ich auch. Meins. Lachlan, der Schlachsige. Handbuchseiten. Diese Statue stellt den Zauberer Lachlan, der Schlachsige, dar. Einen großen, schlanken Zauberer, der sehr stolz auf sich scheint. Niemand weiß wofür. Hey. Was haben wir hier? Revelio. Ha. Was ist los auf einen Döner? Ich mach dir einen Vorschlag, wenn du gleich nach Hause kommst. Du holst dir Döner, ich krieg den Dürüm. Eine kleine ein paar Nagels und Pommes. Ausnahmsweise. Was hältst du davon? So, Argyllshire. Ich hatte eigentlich heute vorgehabt, Fischstäbchen und so zu machen. Mit Kartoffeln, also Pellkartoffeln und Spinat. Aber wenn du Lust auf Döner hast, ich hätte nichts gegen Dürren. Ein paar Nuggets hätten wir auch noch da. So,
So, auf dieser Karte von Argyllshire. Auf dieser Karte ist Argyllshire abgebildet. Eine Region in Schottland, zu der die Hebriden gehören. Die Heimat des schwarzen Hebridendrachen. Ich würde mich freuen, wenn du es tust. Ich habe nämlich wirklich gut Hunger gerade. Und habe das Gefühl, ich verhungere gerade so ein bisschen. Okay, das hört sich schon geil an. Sind die alle auf einmal kaputt gegangen oder wie konnten sie das alles? Ja, bis später. Lieb dich. Noch eine Auswahl für Sie alle. Sie wurde komponiert lange bevor wir gemalt wurden. Ah. Das erklärt's. Stimmt ja, es wird ja in dem Moment, beim Malen ja das Stück in dem Moment. Ja, okay, ja, dann revidiere ich gerade meine Aussage, ob die alle gleich zur gleichen Zeit gestorben sind. Weil das war ja irgendwie, dass sie ja zur Lebzeit gemalt werden, das, was sie machen, oder wie sie planen, um die Segel damit einzufangen, und dann wird das ja dann, ne? Ich kann das leider nicht so wiedergeben, ich bin ja echt still erklären. Es tut mir leid. Hier. Hä? Legioso. Reparo. Lumos. Revelio. Was bedeutest du? Keine Ahnung. Nee, wie gesagt, es tut mir wirklich leid. Ich bin nicht gerade gut erklären. Oh, es wird dunkler. Oh, der Himmel. Und, ja. Wenn einer das mal ganz genauer weiß, wie das mit den Porträts ist, ich meine, ich hätte das mal gehört im Sinne von, dass ja die zur Lebzeit gemalt werden und dass dann in der Zeit, wo das gemalt worden ist, dass ein Stück der Seele irgendwie so, der Charakter so eingefangen worden ist und so, wie das zu dem Zeitpunkt war. Und wer das genauer weiß, kann das gerne in die Kommentare schreiben oder im Steam. Schön, dass du da bist. Luken ist da drüben. Stream-Chat. Ich würde mich darüber sehr freuen, wenn das jemand das Blödsinngemachte vor mir jetzt gerade richtig stellt. Legioso. Die Flamme habe ich. So, der Glockenturm ist das. Okay. Revelio. Das ist eine geheimnisvolle Tür. Hier ist noch eine Truhe. Ich kann versuchen, alles zu sammeln. Dann gibt es auch Geld dafür. Lumos. Revelio. Komme ich wahrscheinlich auch nicht hinter? Doch, komme ich. Interessant. Robuste Olierhandschuhe. Moment mal. Olierhandschuhe? Könnte ich doch dann wahrscheinlich dann jetzt gut gebrauchen, ne? Wenn die tatsächlich so robust sind. Offensive 9. Ja, hallo. Da sag ich doch nicht nein zu. Wenn er mir das doch so auf jemand bringt. Was haben wir denn hier noch? Zaubergriff? Nee, ich bleib bei dem. Was haben wir denn noch hier? Schutzbrille. 9. 6, 4. Echt, das bessert, ne? 6. 9. Verteidigung. Das sieht ja schon ziemlich beschissen aus, wenn ich das mal so sagen darf. Oh, was soll's? Das macht man nicht umeinander. Dich in Schutz zu nehmen. Hey,
Jo. War hier noch irgendwas? Okay, da kommt man nicht rein. Da kommt man auch nicht rein. Gut, dann würde ich sagen, dann, ne, machen wir hier weiter. Kann ich dir helfen? Sebastian meint, ich soll mit dir über einen Club sprechen. Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellierclub. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Freut mich zu hören. Sebastian ist auch kein schlechter Duellant. Ist sicher ein Erlebnis, euch zwei in Aktion zu sehen. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu und wer am Ende noch steht, gewinnt. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Ja, Duelle sind ein unterhaltsamer Zeitvertreib. Ganz recht. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst du einen Partner mit oder du machst es allein. Na, willst du es mal versuchen? Lass mich antreten. Fantastisch! Möge das Feuerwerk beginnen! Das wirst du ganz sicher noch bereuen. Aber diese Brille, ne? Ich komme gerade nicht drüber weg, wie kacke das aussieht. Entschuldige für meinen Ausdruck, aber ich hoffe sehr, dass man entweder irgendwie mal irgendwann mal transmoggen kann, was schon echt cool wäre, oder ob es da irgendwie mal manchmal bessere Sachen gibt. So, durchbrech gelbe Schilder mit Kontrollzaubern, mit dem Levitationszauber. Levioso. Ziel anvisieren. Erlaubt es dir, Gegner ohne Zielen zu verfolgen. Nutze R, um dein Ziel während des Anvisierens zu wechseln. Gut gemacht. Sebastian hatte recht, was dich angeht. Die Konkurrenz ist stark, aber wenn du so weitermachst, wirst du noch der nächste Schulchampion. Klasse. Ich bin dabei. Sehr gut. Das zweite Duell kann losgehen, sobald du bereit bist. Als vollständig eingeweihtes Mitglied hast du nun Zugang zur offiziellen Übungspuppe der gekreuzten Stäbe. Damit kannst du gut Zauberkombinationen meistern. Komm deswegen einfach zu mir. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. Ich hoffe, du kommst wieder. Ungerne nochmal, ne? So, eine kurze. Es macht schon Spaß, wenn ich das da mal so sagen darf. Hallo, Lucan. Steht die nächste Runde der gekreuzten Stäbe schon? Aber natürlich! Das wird ein äußerst spannendes Duell. Und? Nächste Runde? Ich bin bereit. Los geht's. Großartig! Trittst du mit einem Partner an? Ja, Sebastian. Dann kann's ja losgehen. Bereit für dein Ende? Verzeihung im Voraus. Ich bin irritiert. Aber okay. Durchbrich violette Schilde mit Kraftzaubern. Mit dem Aufrufezauber. Akio. Ziel amüsieren, erlaubt es die Gegner um Ziele, die Vorhände zu erinnern. Contringo!
Zum Teufel! Lumos, Protego! Confringo! Aber knapp. Bravo! Ich habe alles gegeben. Das hast du wirklich. Du warst den anderen Duellanten zwar schon aufgefallen, aber nach der letzten Runde haben sie es jetzt wirklich auf dich abgesehen. Du solltest lieber üben, wenn du die nächste Runde gewinnen oder wenigstens überleben willst. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit sind. Wir sehen uns. Okay, weil ich in der nächsten Runde geht's um alle Koboldsteine. Okay. Falls ich mal vergessen sollte, mich während des Hustens zu muten, dann entschuldige ich mich dafür. Das ist nicht meine Absicht. So, Hecke getroffen. Sie gab mir eine Liste Aufgaben. Sobald ich damit fertig bin, wird sie mir einen Zauber beibringen. Incendio. So, alte Runde Training in Zauberkombination mit Luca Brad vorbei durchführen. So, wir können auch eine Kombination. Das heißt mit der Puppe, ja? Dann jetzt noch. Hallo, Lugin. Kann ich mit der Puppe üben? Natürlich. Ich hole sie und gebe dir eine Liste mit Kombinationen zum Üben. Bist du bereit, es zu probieren? Das wäre wundervoll. Wirke all deine Zauber, bevor die Puppe landet. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Sehr gut gemacht. Ausgezeichnet. Genug geübt, würde ich sagen. Du hast dich gut geschlagen. Danke, Lucan. Ich finde, man erkennt seine Schwächen besser beim Üben als im Duell. Jetzt bist du eine furchterregende Gegnerin.